Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality. Guess what, ich habe es immer noch nicht geschafft, die DP aufzuschreiben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich weiß momentan nicht, wie ich das mal eine Weile geschafft habe, 7 Videos am Tag aufzunehmen. Weil momentan bin ich tatsächlich schon mit vielen überfordert. Ich glaube tatsächlich, das ist langsam der Tribut dafür, dass ich einfach zu lange 60-Stunden-Wochen hatte. Ich glaube, jetzt meldet sich langsam der Körper und sagt, hier, hör mal, du tickst doch nicht mehr sauber. Ich habe aber einige Pferde mittlerweile verkauft, beziehungsweise einige sind noch zum Verkauf. Manche aber auch nicht mehr. Die fliegen dann heute Abend nämlich raus, weil die heute Abend in den Verkauf gehen. Kann ich euch mal kurz zeigen, wenn es denn lädt. Willst du mir jetzt nicht sagen, dass jetzt Horse Reality spinnt, wenn ich aufnehme? Ich habe nämlich sonst heute keine Zeit mehr. Ja. Gut. Okay, scheinbar hatte das Spiel gerade irgendwie einen kleinen Hänger. Jetzt geht es wieder. Also ihr seht es, ich nehme jetzt gerade am Freitag auf. Wir sind einige, die heute Abend rausgehen. Es sind aber auch noch Pferde dabei, die, hier zum Beispiel Donut oder Eternity, die werden sehr wahrscheinlich nicht verkauft werden, vermute ich. Und ich habe auch noch andere. Als erstes möchte ich euch ganz gerne erklären, wie es jetzt zu dem Ems davor kommt. Und zwar sind ja die Dinge, die ich als Zuchtkürzel benutzt habe, die gehen ja nicht mehr. Irgendwie spinnt gerade die Seite, weil an meinem Netz liegt es nicht. Das habe ich gerade eben getestet. Das habt ihr noch nicht gemerkt, weil ich es rausgecuttet habe. Ich habe jetzt geguckt, was es alles gibt und da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, boah, das ist voll hübsch. Das hätte ich gerne als neues Zuchtkürzel. Und ich wollte dann ganz gern sowas Geschwungenes haben, aber ein K oder ein G wird in Geschwungen, gibt es zwar, aber wird auch von der Seite nicht angenommen als, hallo, als Zuchtkürzel. Und deswegen habe ich jetzt Ems genommen, weil ja mein Nachname mit Emma anfängt. Und deswegen ist es jetzt zu diesem Ems gekommen. Sieht zwar auch nicht so schön aus, weil er das kleine S in Schreibschrift auch nicht erkennt. Das ist echt mega nervig, seitdem das alles mit den Sonderzeichen nicht mehr funktioniert, aber gut, das ist dann eben so. Und so ist es jetzt eben zu dem Zuchtkürzel gekommen, in Anführungsstrichen, was davor steht. Ja, irgendwie mag Horse Reality heute nicht. Ich wollte eigentlich jetzt mit euch gemeinsam noch die nächsten Verkaufsfohlen in den Verkauf stellen, aber die Seite sträubt sich gerade dezent. Nee, Horse Reality mag gerade irgendwie nicht. Aha. Jetzt lädt's weiter. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen, ob ich nicht ein Pferd kaufen will und ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Also, ich kann einfach keine Pferde kaufen. Ich weiß, ich sage es jede Folge, aber ich kann keine Pferde kaufen. Ihr braucht mir gar keine Pferde anbieten, weil ich keine Pferde kaufen kann. Weil ich immer noch auf 377 von 200 Pferden bin. Das heißt, also ich werde definitiv runterverkaufen wollen, bis auf eine Anzahl von ca. 100, 180, 170 Pferden. Das heißt, ich muss jetzt noch 110 Pferde verkaufen und dann werde ich auch keine neuen dazu kaufen, weil ich dann ja erstmal die neuen Rassen abwarten möchte. Also ich habe ein Pferd, das interessiert mich sehr stark, ansonsten werde ich keine anderen dazu kaufen momentan. Wir gucken uns jetzt mal die an, die ich in den Verkauf reinstelle. Manche davon waren schon drin und wurden nicht rausgekauft. So, genau. Ja, und auch die laden jetzt gerade wieder mega lang. So, jetzt ist die Seite endlich geladen. Ich würde mal sagen, ich versorge die jetzt mal. Hier Basic möchte ich auch ganz gerne an euch verkaufen. So.
Oh, das macht doch so keinen Spaß. Was ist denn hier los? Ich habe gerade sogar extra nochmal einen Speedtest gemacht. Also wenn ich bei meinem Handy, bei WLAN das alles mache, es geht wunderbar. Speedtest ist zwar ein bisschen niedriger, als er sein sollte, aber 80.000 Downloads sollten trotzdem reichen, um eine Internetseite zu laden. Ja, I don't know. Ich mache einfach mal hier bei denen weiter. Zumindest ein bisschen was hat funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt gerade nicht, dass das so die große, dass es den großen Sinn macht, die Aufnahme fortzusetzen. Aber ich schaff's halt später einfach nicht mehr aufzunehmen. Das heißt, entweder jetzt oder gar nicht. Ja, gut. Also irgendwie... macht das, glaube ich, gerade nicht den allermeisten Sinn. Komm schon. Vielleicht muss ich auch mal irgendwas mit der Seite refreshen. Vielleicht hat sie auch bei mir irgendwas im Cache aufgehangen, dass die Seite so super lahm lädt. Weil die anderen laden eigentlich nicht langsam. Das ist total komisch. So, okay, guck mal, bei Belinda hat immerhin das Training geladen. Immerhin etwas. So. Hier bei Bingo auch. Bei Don noch nicht. Bei Don hatte ich es noch gar nicht gestartet, ne? So, ich habe definitiv auch einen Wolf im Schafspelz dabei. Der ist geiler, als er aussieht, tatsächlich. Nämlich Mr. Grey. Mr. Grey ist nämlich tatsächlich ein Sabino, der es auch zeigt. Er ist nur leider ausgeschimmelt. Man sieht es aber ganz, ganz leicht an den Beinen. Die sind ein bisschen heller. Hier seht ihr das. Hier und hier und hier. Hier ist ein bisschen heller, dann kommt so mittelgrau und dann kommt der Schatten. Und man sieht hier unten am Bauch, sieht man es auch so ganz kleines bisschen weiß. Es ist nur leider, es ist wirklich schade, dass er ausgeschimmelt ist. Weil es kann natürlich auch immer sein, dass er das G dann auch weitergibt. Er hat nur eins, soweit ich weiß. Aber er ist halt wirklich Sabino. Also er zeigt es auch. Man sieht es halt nur kaum. Den würde ich auch nochmal in den Verkauf stellen. Ich würde ihn jetzt nicht mega teuer reinstellen, weil man es halt kaum sieht. Trotzdem eben... sehr wahrscheinlich, dass ein Sabino rauskommt, aber es kann halt leider auch ausschimmeln. Deswegen verlange ich für ihn nicht so viel. Rin zum Beispiel, mein Sabino-Hengst, ist er genauso, der ist ein bisschen besser, deswegen bleibt der. Der hat auch schon Sabino-Nachwuchs gezeugt, der nicht ausgeschimmelt ist. Aber ja, wie gesagt, Grey ist einfach ein bisschen schlechter von den Werten her. Deswegen wird er sich verabschieden. Die kleine Maus hier, die Belinda, die wird ein Rowan werden. Die möchte ich in den Verkauf stellen. Ich würde euch gerne auch noch zeigen, wie gut die Fohlen mittlerweile schon sind. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt gerade hier großartigen Sinn macht, weil es halt wirklich super lahm lädt. Ah, jetzt geht's scheinbar gerade wieder. So, hier. Mr. Basic, er wird nicht ausschimmeln. Er wird so bleiben. Splash White 1, Splash White 1. 613er GP für Dressur. Und jetzt laden die Achievements schon wieder. So, manche habe ich auch noch gar nicht in eine Show reingeschickt, sehe ich gerade. Okay, ihr Lieben, ich werde die Pferde definitiv nicht mehr heute in der Folge reinstellen. Aber was ich euch definitiv sagen kann, ist, dass sie Sonntagabend die Auktionen ablaufen werden. So werde ich die reinstellen. Das heißt, ihr könnt euch, wenn euch jetzt eins von diesen Fohlen gefällt,
Könnt ihr da definitiv mal nachschauen. Er hier hat ein Very Good Elf Good, aber auch ein 643er GP, das ist echt nice. Er hat auch schon Star Predicate. Ich mache das jetzt so, dass ich den Stern nicht mehr in die Tagline setze, sondern dass ich den hier oben direkt hinter den Namen setze. So mache ich das jetzt, wenn die Fohlen ein Star Predicate bekommen haben. Dieser wunderschöne Kerl wird ausschimmeln, leider. Wenn der so bleiben würde, dann wäre der definitiv bei mir geblieben. Ein absolutes Träumchen, meiner Meinung nach. Ja, genau. Und Mr. Grey eben noch. Der leider auch einen Average hat. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und Mr. Basic hat leider auch drei Average drin. Und deswegen wird Mr. Basic definitiv auch zu einem niedrigen Preis angeboten. Also ich werde ihn, ich finde 1.500 eigentlich für ein Pferd mit drei Average schon zu viel als Startpreis. Aber die Farbe ist halt cool. Aber höher werde ich nicht gehen. Und dann liegt es im Endeffekt an euch, wie hoch ihr den Preis treibt. Also ihr seht es ja, es ist durchaus auch so, dass Pferde von mir nicht verkauft werden. Also es ist nicht so, dass die Pferde alle rausgekauft werden, nur weil sie mir gehören. Das ist nicht so. Ja, und ein Average hat der Kleine auch, der Bingo. Das ist nicht so. Das heißt, es lohnt sich immer mal reinzuschauen. Wie gesagt, ich werde jetzt, glaube ich, einfach schon mal vorzeitig die Folge beenden, einfach weil es so super lange lädt, dass es nicht wirklich Sinn macht. Aber wie gesagt, guckt doch einfach mal rein, wenn euch eins dieser Pferde interessiert. Morgen Abend werden sie dann aus dem Markthaus wieder ablaufen. Und die Pferde, die sich dann immer noch nicht verkauft haben, die ich schon dann ein zweites Mal drin hatte, wie jetzt zum Beispiel Hidalgo, Donald oder Mr. Grey. Die werde ich dann noch ein letztes Mal für einen Sofortkaufpreis anbieten. Jetzt geht gerade mein Steam auf, warum auch immer. Und wenn sie dann nicht verkauft werden, dann kommen sie ins Retirement Home. Dann werde ich sie auch definitiv wegschicken. Und Brief ist heute keiner angekommen. Das heißt, ich kann euch noch keinen vorlesen. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht weiter tragisch, weil, ja, jede Woche, man erzählt sich im Endeffekt relativ oft das Gleiche. Von daher denke ich, ist es völlig okay. Trotzdem natürlich an der Stelle nochmal die Information, dass ihr auch gerne mal bei der Sandy vorbeischauen könnt auf dem Kanal Nick Roll. Da kommt am Montag wieder eine Folge. Und dann macht's gut und bis dahin. Tschüss!